Macht es Sinn, dass du deinen Gefühlen vertraust? Nun, ich glaube nicht immer. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern auch als Coach, als Berater, als Trainer tätig. Und ich beobachte viele Existenzen, viele Karrieren, viele Menschen dabei, wie sie ihren Weg gehen wollen, aber zu häufig daran scheitern, dass sie zu sehr einen Blick auf ihre Gefühle haben. Denn die Gefühle können richtig sein, müssen es aber nicht. Ich werde nun drei Beispiele zeigen, die beweisen, dass Gefühle nicht nur falsch sein können, sondern dich sehr wohl von deinem Erfolg, von deinem Ziel abhalten können. Bei dem ersten Beispiel ist es so, dass du mit deinem Auto unterwegs nach Hause bist. Und du fährst so durch die Kurve und dir kommt entgegen ein grüner Golf. Und der kommt mit überhöhter Geschwindigkeit in die Kurve und fährt so weit außen, dass du nach außen ausweichen musst und beinahe aus der Kurve getragen wirst. Du gehst voll in die Eisen, kommst noch ungefähr so ein Stück vom Baum zu stehen und bist schweißnass gebadet. Nun, was denkst du zu dem grünen Golffahrer? Du wirst sagen, was für ein Idiot, wie kann der so fahren, ist doch viel zu gefährlich, den sollte man den Führerschein entziehen und. Auf jeden Fall beruhigst du dich, du fährst weiter nach Hause und da steht er, der Rettungswagen, genau vor deinem Haus. Und daneben der Hubschrauber, auch gerade gelandet. Und du kommst hin und denkst, das kann doch nicht bei mir passiert sein. Und doch stehen die Feuerwehrleute und die Polizei in deiner Wohnung. Denn dein Kind ist gestürzt von der Couch direkt mit dem Hinterkopf auf den Marmortisch und hatte einen offenen Schädelbasisbruch. Und die Polizei hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, guter Mann, denn der Rettungswagen kam zwar zu spät, auch der ADAC-Hubschrauber kam zu spät, aber ein freundlicher Passant war gerade unterwegs mit seinem grünen Golf, ein ehemaliger Rennfahrer, und der hat gesagt, geben Sie mir Ihr Kind und ich bringe es ins Krankenhaus. Und die gute Nachricht, die haben gerade den Anruf bekommen, Ihr Kind wurde noch rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht. Nun, was denkst du jetzt über den Fahrer des grünen Golfs? Wahrscheinlich wirst du ins Krankenhaus fahren und dich bei ihm persönlich bedanken. Dein erstes Gefühl, dass er ein Idiot ist, ein Rabauke, jemand, der rücksichtslos durch den Verkehr fährt. Nun, das hast du am Anfang gedacht. Jetzt ist es der Retter deines Kindes und dein Gefühl wird wahrscheinlich ein anderes sein. Der zweite Grund, weshalb du deinen Gefühlen besser nicht trauen solltest, das hat was mit dir persönlich und deiner Entwicklung als Persönlichkeit zu tun. Denn als du damals auf die Welt gekommen bist, da war deine Festplatte, dein Gehirn noch relativ leer. Du hattest ein paar Reflexe, du konntest aber die Sprache nicht, du konntest nicht aufrecht gehen, du konntest nicht mit Messer und Gabeln umgehen, du wusstest nicht, wie man Bahn, Flugzeug und das Auto bedient. Letztendlich war deine Festplatte frei. Dann bist du in die Schule gegangen und du hast eine ganze Menge gelernt. Du hast im Bereich Mathematik etwas gelernt, du hast die Sprache Deutsch gelernt, du hast vielleicht Musik gelernt, du hast gelernt politische Weltkunde, Chemie und du hast gelernt vielleicht den Beruf, den du heute ausübst. Und das Grüne hier, das ist deine erschlossene Zone, das ist das, was du gelernt hast, schematisch abgebildet. Und das Rote darum, die Grenzen, nun, das sind die Grenzen, an die du bisher heute vorgestoßen bist. Und das Gebiet da drumherum, das Weiße, das kennst du noch nicht. Vielleicht kannst du Deutsch und Englisch, aber Russisch und Spanisch und Portugiesisch vielleicht noch nicht. Das ist außerhalb deines Gebietes. Vielleicht hast du ein Musikinstrument gelernt, vielleicht Klavier, aber noch nicht Geige, noch nicht Gitarre. Und vielleicht hast du gelernt Mathematik, kleine 1x1, aber vielleicht Wurzel ziehen oder höhere Vektorberechnung oder Nautik. Das ist noch außerhalb deines Komfortgebietes. Und das Interessante ist, wenn du jetzt hier an diese Grenzen herangehst und du möchtest ganz gerne diese Grenze überschreiten, also ein neues Musikinstrument lernen, nun, da ist es nicht so leicht wie an das Klavier setzen, was du schon kennst, sondern du musst dich überwinden, ein neues Instrument in die Hand nehmen, du wirst viele Fehler machen. Und diese viele Fehler machen, nun, das gibt keine guten Gefühle, das macht wenig Spaß. Genauso wenig ist es spaßvoll, wenn du deine neue Sprache lernst, anstelle in Deutsch zu sprechen, du im Ausland gezwungen bist, auf einmal Deutsch zu verlassen, sondern Englisch und Französisch zu sprechen. Das heißt, immer wenn du deine bekannte grüne Zone verlässt und über die Grenzen gehst ins unbekannte Gebiet, dann machst du Fehler, du machst etwas schlechter und das fühlt sich mies an, wenn du eine Hausaufgabe, eine Arbeit, eine Klausur zurückbekommst und da steht drauf 17 Fehler oder nicht von 100 Punkten alle erreicht, sondern vielleicht nur 80, 70, 60 oder gerade bestanden mit 50. Und diese Lektionen aber, die sind es, die dich erfolgreich machen, denn wenn du den Fehler gelernt hast, wenn du die Lektion gelernt hast, dann hast du ein Stück Wachstum hinter dich gebracht, deine Komfortzone ist gewachsen, du hast eine neue Sprache, ein neues Instrument gelernt, eine neue berufliche Fähigkeit.
Und deshalb ist natürlich wichtig, dass du dich weiterentwickelst, dass du trotz der guten Gefühle weitermachst, die Lektionen lernst, damit du besser wirst, damit du Lektionen lernst und du wächst und du vielleicht einen neuen Beruf oder Instrument gelernt hast. Wenn du hier auf deine Gefühle hörst, nun, dann wirst du so enden wie viele Menschen, die zu Hause auf der Couch sitzen, mit Füßen hoch, Pilz und Chips und die sich die Gefühle aus dem Film geben lassen, weil sie draußen das Wachstum in der Wirtschaft, im Leben meiden wollen. Gute Gefühle gibt's immer nur da, wo du dich schon auskennst, im grünen Bereich. Wenn du dich in die Wachstumszone begibst und diese verlässt, überschreitest in unbekannte Gebiete, dann gibt's erstmal schlechte Gefühle. Wenn du in einen Raum reingehst, der dunkel ist, dann stößt du mal mit dem Knie an einen Stuhl, den du nicht gesehen hast, es schmerzt. Aber du hast gelernt, da steht ein Stuhl. Und dann gehst du ein Stück weiter und stößt an den Tisch. Und du hast gelernt, da ist ein Tisch. Andere Menschen wiederum bleiben immer im Flur, wo Licht ist, wo sie schon waren, wo es bequem ist. Aber da geschieht kein Wachstum, da wirst du nicht besser. Und deine Ziele, die liegen fast alle wahrscheinlich hier außerhalb deiner Komfortzone. Der dritte Punkt, weshalb du deinen Gefühlen misstrauen solltest, hat etwas mit Tante Frieda zu tun. Du hast Tante Frieda vor 20 Jahren in deinem Leben gehabt. Die kam auf dich zu, ein wenig übel riechend, hat sich nicht regelmäßig geduscht. Aber sie war voller Herzlichkeit, ein wenig übergewichtig und hat dich in den Arm geschlossen, von oben bis unten abgeknutscht, sodass dann der Sabber links und rechts dir an der Wange hing. Nun, das ist dir wahrscheinlich sehr ungünstig in Erinnerung geblieben. Das ist aber schon lange her. Heute hast du ein Ladengeschäft und auf einmal geht die Tür auf und es kommt jemand rein. Und sie sieht genauso aus wie Tante Frieda, ist aber nicht Tante Frieda. Auf einmal reagiert trotzdem dein Unterbewusstsein und du hast ein unangenehmes Gefühl. Du verhältst dich ganz anders, du wendest dich schon ein wenig mit deinem Körper ab und am liebsten möchtest du, dass jemand anders sie berät, einfach weil du eine negative Erfahrung gemacht hast. Und negative Erfahrungen aus der Vergangenheit zu übertragen auf Gegenwart- oder Zukunftssituationen. Nun, das kann man Vorurteile nennen. Das heißt, du bewertest andere Menschen aufgrund deiner Vergangenheit. Und das betrifft nicht nur Tante Frieda, das betrifft fast alles, was du heute bewertest, was du morgen siehst und bewertest. Fast alles wird bewertet anhand deiner Vergangenheitserfahrung und der damit verbundenen Gefühle. Das bedeutet, die Gefühle, die du heute hast, die entstammen zum größten Teil nicht aus der Gegenwart oder Zukunft oder gar von der Person, die gerade reinkommt, sondern sie entstammen überwiegend aus deiner Erfahrung aus der Vergangenheit. Und Tante Frieda, nun, die ist längst tot und bestimmt heute dein Leben. Das bedeutet, in allen drei Situationen hattest du erstmal schlechte Gefühle und hattest dann gute Gefühle oder hättest sie haben sollen. Am Anfang war es der Lebensretter deines Kindes, den du erstmal verteufelt hast und böse Gefühle hattest und auf einmal der Engel war, der Retter deines Kindes. Und auch im zweiten Fall, wenn du am Telefon sitzt und Angst hast, Menschen anzurufen, Kunden zu gewinnen oder auf eine Netzwerkveranstaltung gehst und musst neue Menschen, unbekannte Menschen, fremde Menschen ansprechen, dann ist das erstmal ein ungutes Gefühl. Du hast vielleicht Angst davor. Aber nachdem du es gemacht hast, hast du festgestellt, dass du einen neuen Freund gefunden oder einen neuen Kunden gewonnen hast. Du bist dankbar, dass du es gemacht hast. Aber warum hattest du nicht von Anfang an das gute Gefühl? Und hättest du auf dein schlechtes Gefühl gehört? Nun, dann hättest du den neuen Kunden nicht gewonnen. Das gleiche gilt bei Tante Frieda, bei den Erfahrungen aus deiner Vergangenheit. Erst hast du ein gutes Gefühl und hättest eigentlich bei diesem neuen Menschen, der mit Tante Frieda nichts zu tun hat, gleich positiv eingestellt, wohlwollend eingestellt sein sollen, warst es aber nicht. Das bedeutet, deine Gefühle können richtig sein, sind es aber in der Regel nicht immer. Und deine Aufgabe ist es, zu lernen, dich zu beobachten, herauszufinden, was entspricht wirklich der Wahrheit oder was ist angemessen oder wo gilt es auch trotz negativer Gefühle, gerade im Akquise, im Marketing, im Verkaufsprozess, da durchzugehen. Oder wenn du eine Rede hältst, wirst du wahrscheinlich erstmal Angst haben und negative Gefühle, abweisende Gefühle haben. Und dann gibt es die ganze große Erfahrungsmenge aus deiner Vergangenheit, die mit negativen Gefühlen behaftet ist und die immer wieder in der Zukunft hochploppen und dich heute von deinem Erfolg abhalten. Ich lade dich deshalb ein, einfach mal den Gefühlsstecker eine gewisse Zeit zu ziehen und völlig neutral neue Situationen zu betrachten, auch wenn du Fehler machst, auch wenn andere Menschen dir in Krisenreaktionen entgegenkommen, dich vielmehr öffnend dafür zu interessieren, was die tatsächlichen Beweggründe sind, weshalb sich andere so verhalten oder wo die Informationen in Gefühle herkommen oder dich positiv mit Wachstumsschmerzen auseinanderzusetzen. Wenn du das machst, dann bleibst du offen, vorurteilsfrei, ressourcenreicher und du gehst neue Dinge schneller an. Und wer neue Dinge schneller angeht, der macht schneller Fehler und lernt schneller, wird also schneller erfolgreicher und
erreicht seine Ziele. Deshalb lade ich dich ein, nicht nur den Daumen hoch zu machen bei unserem Video, sondern auch die Chance zu nutzen, ein kostenfreies Erstgespräch zu bekommen. Denn dort kannst du auch Menschen kennenlernen, Berater kennenlernen, die dich dabei begleiten, angstfreier oder trotz der Angst die Dinge zu tun, die getan werden müssen, um erfolgreich zu sein. Gerne aber kannst du jetzt auch den Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg und denk immer dran, wo die Angst, da ist häufig der Weg. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast. Und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten. Und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst. Und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.